Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge von unserem Minecraft-Tutorial im Sumpf. Und als allererstes, lasst uns doch noch mal etwas Holz aufsammeln. Holz kann man immer gebrauchen, gerade wenn man viel Werkzeugverschleiß hat oder ja, einen Boden damit machen möchte oder sonst was. Des Weiteren habe ich mich dazu entschieden, doch mal die Scheren zu zeigen. Übrigens wieder mit unserem Standard-Texturenpack, damit ihr euch das nicht allzu sehr verwirrt. Da ist Clay, sprich unser Lehm. Egal, den zeige ich euch dann gleich nochmal. Jedenfalls Scheren. Scheren sind dazu da, um Schafe zu scheren und Wolle zu bekommen, ohne sie zu töten. Und wesentlich mehr Wolle außerdem. Dafür klicken wir einfach in unserem normalen Crafting-Feld oder bei der Werkbank, egal, das Eisen so hin, dass es schräg gegenüber ist. Es kann auch so rum sein, das ist total egal. Hauptsache zwei Eisen schräg gegenüber. Damit bekommen wir Scheren. So. Scheren haben den tollen Vorteil, dass man mit Linksklick die Lianen kaputt machen kann und damit dann sein Haus dekorieren später. Lasst uns einfach mal ein paar mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. So. Und eben den anderen Vorteil, dass man mit Rechtsklick die Schafe scheren kann. Wie ich ja gerade schon mehrfach gesagt habe. Zack. Danke für deine Wolle. Das ist Sand, Erde. Und nur um euch nochmal den Lehm zu zeigen, wie er denn in Natura aussieht. So. Einfach nur grau. So. Hier ist ziemlich viel Lehm, aber den lassen wir jetzt einfach mal liegen. Scheren das Schaf da auch noch. So. Und wenn du schon hier bist, ich auch. Danke. Und ja. Dann gehen wir weiter. Wir sollten nämlich ein etwas. Wobei, nein. Was wir brauchen, ist etwas zu essen. Genau, damit wollten wir uns auch diese Episode beschäftigen. Also fangen wir einfach mal an, uns was zu essen zu machen. Wir haben unseren Ofen vom letzten Mal. Und unsere Werkbank brauchen wir. Der Ofen und in unserem Fall die Werkbank. So, im Ofen könnt ihr Fleisch von Schweinen, Hühnern, Kühen was, oder Fisch sogar, wenn ihr angelt, oben reinlegen wieder in unsere Ablagestelle. Und unten könnt ihr dann wieder Kohle oder irgendwas anderes reinpacken, um das anzufeuern. Und dann wird es umgewandelt. Raw Beef wird ein Steak. Sprich, Kuhfleisch. So. Und dann Rechtsklick gedrückt halten und ihr esst das Ganze auf. Krümelt ein bisschen rum und ihr seht, unsere Hungerleiste hat sich gefüllt. In einem Sumpf, wo viele, viele Pilze wachsen, gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man sich, wie schon in einer vorherigen Episode erwähnt, Pilzsuppe machen. Dafür bräuchten wir allerdings erstmal Schalen, wo die Suppe drin kochen kann. Und die machen wir so. Wird wieder ungefähr geformt das Ganze und bekommen wir vier Schalen raus. So. Und da, um mit so einer Schale dann Pilzsuppe zu machen, ganz einfach die Schale in der Werkbank wieder aufsetzen, und einen Pilz von jeder Sorte darüber. Wie die angeordnet sind, ist total egal. Hauptsache übereinander. Wir können auch die da vertauschen. Wichtig ist unten die Schale und darüber die zwei Pilzsorten. Na, dann bekommen wir eine Mushroom Stew, eine Pilzsuppe. So. Miam, miam, miam. Allerdings wird es dunkel und deshalb bauen wir uns jetzt. Oh, das sind Schweine. Schnell unser zweites Lager. Die Spinne müssen wir noch eben entsorgen. So. Und da graben wir uns einfach einen Eingang. So. Es geht da relativ schnell. Eine Fackel aufstellen, dass wir hier Licht haben. Und eine zu markieren. Okay. Und jetzt zeige ich euch, wie man Türen macht. Denn immer einen Block hierher setzen und wieder abbauen, um rauszukommen und zu schauen und so weiter und so fort, ist relativ nervig. Darum bauen wir Türen. Auch hier gilt wieder, wir können die Tür ungefähr formen in der Werkbank. Eine Holztür besteht natürlich aus Planken. Und ganz einfach zwei Reihen mit Planken und dann habt ihr die Tür.
Bei der Tür ist zum ersten Mal in dem Spiel jetzt die Positionierung. Also nicht wichtig, aber die ändert was. Wenn ihr von dieser Seite die Tür baut, ihr seht, da ist sie, ist die auf unserer Seite vom Block. Wenn wir die jetzt von außen bauen, erstmal schnell kaputt machen. So, wenn wir jetzt die Tür von außen dran bauen, sehen wir, ist sie einen Block weiter. Und wir haben hier noch ein bisschen mehr Platz zum Laufen, allerdings kann jetzt auch was von oben reinfallen. Darum machen wir sie schnell kaputt und bauen sie einfach von unserer Seite aus. So. Ist auch eine Sache, in welche Richtung die auf oder zugeht. Die geht immer in die Richtung auf, wo ihr hinschaut beim Platzieren. Oh, na gut. Dann ist es heute doch mal so eng. Okay. Ja, den Teil haben wir gezeigt. Was könnte ich euch gerade zeigen? Ich kann euch was anderes zeigen. Und zwar etwas, was später für den Hausbau relevant sein könnte. Man kann aus Steinen oder Holz oder Lehm dann oder was auch immer halbe Platten machen. Einfach ein Alt rein, eine Reihe. Man kann Treppen machen. Auch hier gilt wieder ungefähr das ganze Formen. Haben wir Treppen. Ja. Sowas halt. Aber was wir uns jetzt machen, ist ein Bett. Unten der Rahmen und darüber unsere weiche, weiche Wolle. Das ist der Grund, warum ich die Schafe geschert habe. Bekommen wir ein Bett heraus. Unten der Rahmen, oben das Futter sozusagen. So. Können wir da mit reinpacken. Und das Bett platzieren wir so. Einfach Richtung schauen, zwei Blöcke, rechte Maustaste. Und dann, wenn es dunkel ist oder schon dunkel wird zum Teil, bei Sonnenuntergang, können wir dann in einem sicheren Raum, sonst werden wir beim Schlafen gestört, also sprich, wo nichts kommen kann, können wir uns dann einfach aufs Bett legen mit Rechtsklick. Ihr seht, es wird langsam dunkel, die Augen schließen sich, wir fangen langsam an zu schlafen und schon ist es wieder Tag. So. Dich nehmen wir mit, dich auch. Und hey, danke für die Wolle bei, nebenbei. So, ich nehme auch mit. Und jetzt sammeln wir noch ein paar Pilzchen auf und suchen weiter. Was ich jetzt gerade suche, mehr oder weniger, ist ein ordentlicher Platz zum Leben. Dieser Sumpf ist hier irgendwie so sumpfig. Paar rote Blumen schaden nie. So, nehmen wir mit. Wölfe. Wölfe, okay, wir haben keine Knochen. Wölfe sind freundliche Tierchen in Minecraft, solange man sie nicht angreift. Wenn man sie angreift, geht das ganze Rudel auf einen los. Und man kann sie zähmen, und zwar mit Knochen. Je nach Wolf frisst er mehr Knochen als ein anderer, aber grundsätzlich gilt, man kann jeden Wolf zähmen, solange man genügend Knochen hat. Wenn man sie dann gezähmt hat, wenn wir jetzt hier irgendwo Knochen hätten, könnte ich euch zeigen. Haben wir aber nicht. Wenn man sie gezähmt hat, kann man mit rechter Maustaste wechseln zwischen Folge mir und bleib hier sitzen. Okay, es ist jetzt ziemlich ungünstig, dass ja, hier nicht alles so ist, wie ich es gern hätte. Immerhin ist es ein Tutorial und dann braucht man schon so ein bisschen Platz. Machen wir es anders. Wir bereiten einfach schon mal eine andere Episode vor, indem wir das hohe Gras kaputt machen. Im hohen Gras findet man nämlich Samen. Und zwar sind das Getreidesamen. Ein Weg mehr, um zu überleben. Okay. Lass uns noch ein bisschen Gras sammeln. Das ist gerade eher so Let's Play-mäßig als Tutorial-mäßig. Aber man kann eben nicht immer alles haben. Genau, Lava. Der Grund, warum man in Minecraft nie unter sich selbst graben sollte, weil man sonst in einen Lavasee fallen könnte. Bei Lava gilt, sobald ihr reinfallt und kein Wasser habt, um euch zu löschen, sterbt ihr. Und alles Zeug, was da drin reingeworfen wird, zack, verbrennt. Und ist nicht mehr zu gebrauchen. Oh, hier gefällt's mir. Hier haben wir einen kleinen Berg. Und genau darin siedeln
Wie auch uns an. Lava sorgt übrigens dafür, dass Zeug verbrennt. Wie ihr hier super sehen könnt. Oh. Okay, hier haben wir einen See, können wir nachher baden gehen. Was wir jetzt machen, ist Platz schaffen. Wir bereiten schon mal unsere nächste Episode vor, wo es dann heißt, wir bauen unser erstes Haus. Denn immer nur in Dreck und Löchern hausen ist auf Dauer nicht so toll. Und ich denke, es ist gerade für Neulinge in dem Spiel ein riesiger Erfolg, sein erstes Haus zu bauen. Kein Platz. Na ganz toll. Und deshalb haben wir diesen Baum jetzt gefällt und ebnen das Ganze hier ein Stückchen ein. So ein Haus braucht immer Platz. Allerdings wird das hier mehr ein Aussichtsturm. Denn Häuser sind schön und gut, aber was ich gerade gerne hätte, ist eine Übersicht über das Gelände. Und ein Ablageplatz für meine Ressourcen. So, das ist Zombiefleisch, Rotten Flesh. Und das kann man zwar essen, gibt auch 2,5 Herzen ungefähr wieder. Allerdings ist das nicht so toll. Das macht, nehmt, das verdirbt euch den Magen und dann verliert ihr schneller Hunger, als euch das lieb ist. So. Ich mag meine Häuser immer gern so, naja, 5x5 ungefähr. So. Beziehungsweise eben der Boden, das Fundament davon. Dann kommt noch eine Reihe außenrum, also insgesamt 7x7. So. So, Steine halten etwas mehr aus, falls ein Creeper meint, euch besuchen zu müssen und euer Lager in die Luft jagen möchte. Was macht denn der Baum da schon wieder? Und aber ansonsten ist es eigentlich nur, ja, hat keinen besonderen Vorteil, außer dass es anders aussieht und deshalb euch vielleicht besser gefällt. So, lasst uns dann das Ganze fertig machen eben. Wir haben noch 2,5 Minuten Zeit. So, Ausgang machen wir in diese Richtung. Weg mit dir. So. Das heißt, wir platzieren unsere Tür an dieser Stelle. So. Jetzt haben wir schon mal eine Tür, sind aber sonst noch nicht wirklich sicher und deshalb bauen wir hier das Fundament weiter. Jetzt sind wir zwar schon relativ sicher, allerdings kommen Spinnen rein. Creeper könnten auf dem Baum spawnen und herkommen. Und deshalb machen wir das Ganze noch etwas sicherer. Das ist euer erstes Haus, das muss nicht so wahnsinnig toll sein. An dieser Stelle. Und außerdem kann man ja immer später noch, ja, pingeliger werden und das Ganze noch hübscher machen. So. Allerdings erhöhe ich das noch um eine Ebene, denn, okay, nicht ganz, ich habe nicht genügend Steine. Denn ich mag das nicht, wenn mir die Decke so auf den Kopf hängt. Kennt ihr das? Ist ein Gefühl, was ich überhaupt nicht haben kann. So. Das machen, Fenster machen wir eben mit Erde zu, dieses auch. Und jetzt haben wir noch circa eine Minute, um noch ganz, ganz schnell so, den Fußboden vom nächsten Stockwerk zu machen, beziehungsweise eben unser Dach. Das können wir später wegmachen. Verdammt, dich auch eigentlich, aber die Zeit nehme ich mir jetzt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Tutorial beschäftigen wir uns mehr mit Treppen. Und dann noch 2 Fackeln, so, damit hier drin nichts spawnt. Mit Treppen und Falltüren. Ja, sowas gibt's auch. Und jede Menge Verschönerungen, um das Haus etwas toller zu machen und den Turm, ja, mehr übersichtlicher zu machen. Denn es ist ein Übersichtsturm. Aussichtsturm. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert mich doch und freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin.
Tschüss.